Ja, in dieser Zeit, wo so momentan keine neuen Videos entstehen, ganz kurz der Hinweis, wie kriege ich mit, was sind die neuesten, ja, vorläufigen Gedanken, die nicht in Stein gemeißelt sind, sondern einfach so ein Nachdenken, ein Plaudern darstellen, die neuesten Diskussionsergebnisse und so weiter, dann kann ich eingeben, entweder hier direkt oben weltrat-der-weisen.sobor.de. Nicht sicher, also ich benutze das Ding jetzt 5 Jahre lang und da ist nie irgendwie ein Problem gewesen, also völlig problemlos. Und dann eben hier Weltrat der Weisen, Weltrettung, ja danke, aber wie? Und dann muss man aber hier nochmal so draufdrücken, also im Prinzip immer wieder auf Weltrettung, ja danke, aber wie klicken, wobei ich jetzt schon in dem Bereich bin, neues Thema erstellen. Und da ist das Neueste ist immer hier in Diskussionen und Antworten, wie es ja auch schon heißt. Da ist immer das Neueste und zwar immer in der letzten Seite, im allerletzten Post. Also ich ziehe jetzt hier ganz runter und dann gehe ich rückwärts, weil das sind schon die etwas älteren Aussagen und die neueren Aussagen sind dann immer oben. Und auf jeder dieser letzten, da ist dann immer so eine neue Allgemeininfo, wie jetzt hier, die Universitäten Oxford und Köln sind die einzigen Orte der Welt, wo kompetent über Gemeinwohl nachgedacht wurde, deshalb auch nur in Köln. Südstadt-Lesekreis, ja, da haben einige Leute angerufen, da inserieren wir jetzt jede Woche. Es geht also jetzt um konkrete Menschen und in YouTube und im Internet gibt es offensichtlich eigentlich kaum konkrete Menschen, wobei bei der Facebook-Gruppe zu bessere Gemeinschaften, das kann man dann hier anklicken, da sind auch so ein paar konkrete Menschen daraus resultiert, muss man schauen, was da noch draus wird mit diesem Facebook, ob da wirklich auch reale Menschen mal auftauchen, ja. Und dann hier natürlich unser Buch, das ja der Anker ist, das ja im Moment noch durch sehr günstige Werbepreise, gerade hat sich wieder jemand beide Bände schicken lassen, beide Bücher für einen sehr günstigen Werbepreis. Wobei jetzt gerade der Werbepreis mal wieder erhöht wurde, wohl offensichtlich, ne? Auf jeden Fall nicht erschrecken, gibt es Werbepreisexemplare, ne? Ja? Und extrem verbilligt, ne? Aber nicht mehr lange wahrscheinlich, ne? So, und dann haben wir hier noch weitere Infos und Links und so weiter, die wichtig sind und dann, wenn dann Online-Talkshows stattfinden, dann hat man hier so die technischen Hinweise und hier jetzt nochmal so ein paar allgemeine Infos auch zu dem Buch und zur Gemeinschaft Köln-Süd und dem, was wir jetzt schon haben an Möglichkeiten und so weiter. Und ja, und dann liest man immer hier ganz oben ist immer die neueste Überlegung, ja, zum Beispiel Dawkins, der ja in vielem sehr ungeschickt vorgegangen ist, der hat ja sich auch viele Feinde gemacht, also der also galt als sogenannt bezeichnet wurde von vielen Professoren als weltweit wichtigster Denker, und sein Buch Das egoistische Gen als das inspirierendste wissenschaftliche Buch Großbritanniens aller Zeiten und so weiter. Ja, das kann ich alles unterstützen. Aber er hat dann auch so Fehler gemacht, einfach sich nicht, anstatt den Leuten zu erklären, welche Sparten wie profitieren, indem sie solche Zentralirrtümer verbreitet haben, wie den Gotteswahn oder die Schöpfungslüge und solche Dinge. Oder hier auch, welche Sparten daran verdienen, dass eben es mittlerweile die ganzen Gesellschaften für sinnvoll halten,
unheimlich, jedes behinderte Kind auch lebenslang zu betreuen mit Milliarden Kosten und Aufwand und so weiter, ja. Also das wird dann hier erklärt und so weiter. Also Dawkins ist da einfach sehr ungeschickt und ich hoffe, dass wir da geschickter sind, weil wir hier eben genau erklären. Ja, also ich lese das jetzt nochmal zum Spaß vor. Im Jahre 2014 erklärte Dawkins, dass seiner Meinung nach das Austragen eines Kindes mit Down-Syndrom unmoralisch sei und riet stattdessen zum Schwangerschaftsabbruch, um Leiden zu vermeiden. Das stammt übrigens aus Wikipedia, ja, dieser Text. Dawkins machte da einen riesigen Fehler. Zuerst hätte er die Niedergangsgewinnlersparten und deren manipulativ wirkende Zentralirrtümer schildern müssen. Alle solche Kinder seien ja angeblich glückselig, würden auch unter hunderten Operationen und so weiter überhaupt nicht leiden und so weiter, und deshalb müsse man jedes Leben um jeden Preis retten, auf dass die Gesellschaft bettelarm wird und die Gesundheits- und anderen Niedergangsgewinnlersparten unendlich reich werden. Also immer erst erläutern, immer erst den Gegenwind erläutern, ja, also immer klar machen, dass natürlich jetzt gegenüber einer solchen Aussage von Dawkins alle Niedergangsgewinnlersparten Sturm laufen werden, weil die ja natürlich davon leben, dass wir alle eine wahnsinnige Vorstellung bekommen, dass wir in unserer halbe Gesellschaft aus Behinderten bestehen müsse. Ja, und ja, weil das dann bedeutet, dass dann diese Niedergangsgewinnlersparten riesige Profite machen, dass es sich hier also um eine rein kapitalistische Profitgier handelt, die zu solchen pseudomoralischen Haltungen führt, wie wir müssen jedes Leben um jeden Preis retten und wir müssen doch so humanistisch sein, dass wir es toll finden, wenn die ganze Gesellschaft voll wird von Behinderten, von verbrecherischen und kriegerischen Menschen, von armen, obdachlosen, arbeitslosen, kranken und behinderten Menschen, weil dann wir diese kapitalistischen Niedergangsgewinnlersparten und dann unendlich reich werden und riesige Profite machen und Karrieren machen und Boss werden und Chef werden. Also der große Fehler, also der linken Bewegung war ja generell, dass man immer nur gestarrt hat auf die paar Reichen da oben, die angeblich böse seien. In Wirklichkeit sind im Kapitalismus diese ganz, jeder, der arbeitet, ist ein kapitalistischer Agent, profitsüchtiger Agent seiner eigenen Ich-AG und neigt dazu, Zentralirrtümer zu verbreiten, die seiner eigenen Ich-AG, ich will Boss werden, Chef werden, Vorgesetzter werden, Karriere machen, aufsteigen, mehr Gehalt bekommen, dass jeder Mensch in diesem Kapitalismus, im Gegensatz zum Gemeinwohlland, ein schädlicher und gefährlicher, kraftgieriger, profitgieriger Agent seiner eigenen Ich-AG ist, sozusagen. Und dass die natürlich alle diese, auch jede noch so kleine Sparte jedenfalls, dann natürlich sich wendet gegen jede Idee, die auch nur die geringste Chance hätte, die Zahl an Kundschaft für diese Ich-AGler zu reduzieren. Also es ist insofern, Dawkins hat noch nicht begriffen, dass es immer besser ist, erst den Gegenwind zu erläutern und die kapitalistischen, gierigen Profitinteressen der jeweiligen Sparten und danach erst sagen, dass man in einem Gemeinwohlland es besser anders machen sollte, um die Gesamtsumme des Leidens so zu minimieren. Ja? Aber so setzt er sich immer wieder, also
anstatt zu erklären, welche Sparten den Gotteswahn, die Schöpfungslüge und die Tendenz entwickelt haben zum Vermehren von behinderten Kindern und so weiter, ja, anstatt zu sagen, welche kapitalistischen Geier quasi solche Pseudomoralen in die Welt gepumpt haben, um selber dann Profite zu machen. Gerade habe ich vom Professor Hüther was gehört, der das auch alles nicht versteht, aber immerhin auch begreift, dass wir alle und der normale Mensch ausgelutscht und ausgesaugt wird, eben durch all diese kapitalistischen Niedergangsgewinnlersparten, genauso wie alle anderen Sparten einer Gesellschaft auch, ja. Und dass man, wenn man Kapitalismuskritiker ist und Linker ist, dass man nicht nur starren darf auf die paar wenigen Sparten da oben, die Reichen und die Unternehmer und so weiter, sondern dass man auch auf diese ganzen Behördensparten starren muss, und so weiter, ja. Ja, und dann, ja, aber so wissen Sie jetzt Bescheid, dass eben der neueste Stand der Diskussion, hier geht es ums Kondom und die Unterdrückung der Sexualität, die damit verbunden ist. Also, das heißt, das, was hier ganz unten steht, ist jetzt der älteste Gedanke von diesem Post jetzt, und dann das der allerneueste Gedanke, und so sind Sie dann immer auf dem neuesten Stand. Und wie kommen Sie jetzt darauf, dass Sie, wenn Sie die gelesen haben und jetzt bei dem allerneuesten sind, wenn Sie sagen, ich will aber jetzt durchaus hier auch die älteren lesen, ja, dann gehe ich jetzt einfach hier hoch und bin ja jetzt schon wieder so, jetzt komme ich dann automatisch auf den Post davor, oder ich muss auf die Seite davor gehen. Und jetzt habe ich hier wieder die älteren Sachen. Jetzt kann ich von älter. Ich kann jetzt aber auch sagen, ich will jetzt erst die neueren lesen. Dann muss ich aber hier einfach mal hier rüber, damit ich das besser finde. Dann gehe ich wieder an den Anfang dieses Posts. Ah, da war er. Da hat er geblinkt. Ah, da gehe ich wieder zurück. Da ist es. Und jetzt kann ich hier wieder. Aha, jetzt habe ich hier wieder neu und jetzt hier immer wieder ältere Ideen. Und das sind eben diese, die nicht in Stein gemeißelt sind, sondern einfach so Diskussionspunkte, einfach Diskussionsangebote, Nachdenkensangebote. Ja, und so habe ich dann hier, müsste es jetzt hier. Ich kann jetzt mal gucken, also ich kann, wenn ich dann hier das lese, müsste es ja irgendwann wieder dazu kommen, dass das dann in diesem Post der älteste Beitrag ist. Ja. Na, wo ist es? Das müsste ich an dem Rand wieder sehen, dass dann was aufblinkt. Ah ja, da ist es. Da bin ich jetzt, also ist quasi der älteste Beitrag dieses Posts. Will ich noch ältere Ideen lesen, dann gehe ich also wieder schnell hoch hier und gucke, wann es wieder blinkt links. Ah, da war was. Also, dann sind das hier jetzt auch wieder die älteren Texte. Jetzt kann ich sagen, ich will aber erst die neueren dieses Posts lesen. Ja, und so, ich kann nicht, da habe ich wieder was Blinkendes. So, und jetzt kann ich dann hier wieder. Aha, das war der neueste in diesem Post. Will ich zum Beispiel aber alles von lesen und von alt, von neu, diese ganzen Ideen lesen, dann gehe ich doch einfach mal hierhin. Und jetzt muss ich nur gucken, wo das Ding hin ist, ja. Ich glaube, gleich taucht es wieder auf. Das ist gerade versteckt wahrscheinlich ein bisschen. Na, wo ist das? Diese Möglichkeit, da das Ding zu ziehen. Ach. So, na, 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 na. Oder ich mache das mal so hier. Ah, da ist das Ding.
Sehen Sie, das habe ich jetzt gesucht. Dann kann ich nämlich jetzt mal hier ganz nach oben gehen und dann kann ich ja jetzt hier, sehe ich, dass ich auf der Seite 2 bin. Wenn ich die alten Sachen will, dann gehe ich einfach auf Seite 1, fange ganz oben an und dann habe ich jetzt hier die ältesten Beiträge, ja. Und erstmal die Vorinfo und dann kann ich hier immer lesen von alt, wobei immer jetzt alles, was oben ist, jetzt hier oben ist, ist wieder dann wieder eigentlich das Neuere und unten in jedem Post natürlich wieder das Ältere. Und so kann ich dann aber lesen, ja, da sind viele Infos, aber hier sieht man schon, hier geht es schon wieder nur noch um die neuen Ideen. Ja? Also bei den ersten Posts ist es wohl so, dass da noch so ein paar allgemeine Infos gegeben werden. So, und jetzt haben Sie die Möglichkeit, also immer wenn wir hier irgendwas diskutieren und eine neue Idee ist, dann wissen Sie, wo Sie das finden können, sodass Sie immer, auch wenn bei YouTube mal keine Sendungen erscheinen, sehen Sie, haben Sie immer die Möglichkeit, mitzukriegen, was wurde in den letzten Jahren diskutiert und was ist das Allerneueste, was jetzt diskutiert wird. Ja, und dann kann ich ja hier so wieder, dann gehe ich wieder nochmal zum Neuesten, damit Sie diese Technik auch verstanden haben. Was ist, wo ist es hier? Ah, ich muss jetzt wieder auf Seite 2 gehen oder ich hier so Seite, letzte Seite irgendwie hier. Jetzt bin ich auch wieder auf der letzten Seite. Dann gehe ich wieder ganz nach unten. Und dann gehe ich wieder hoch. Und vom letzten Post aus und habe hier, ja, das sind die Vorinfos. Und ab diesen zwei Strichen, da bin ich wieder bei Dawkins. Und das ist die allerneueste Idee, die aufgeschrieben wurde, die aus diesem Lesen dieses Wikipedia Satzes über Dawkins Meinung zum Umgang, dass es wohl nicht sinnvoll ist, wenn wir uns manipulieren lassen von den Niedergangsgewinn der Sparten, dass wir unser schwer verdientes Geld ausgeben müssen dafür, dass wir das halbe Land aus Behindertenbetreuung, also umwandeln in ein Land der Behindertenbetreuung. Und dass das ja wohl in einem Gemeinwohlland natürlich nicht gemacht würde und dass das natürlich Sinn, dass das zum Ruin eines Landes führt, wenn wir ganz viele leidende Behinderte haben, denen wir aber deren Leiden absprechen, weil wir den Profit haben wollen, den wir kriegen, wenn wir ganz kapitalistisch gierig diese Leute betreuen, anstatt sie gehen zu lassen und einschlafen zu lassen oder und so weiter. Naja, gut, also so viel zu dieser Info. Für die Zeit, in der vielleicht jetzt keine neuen Videos mehr kommen, dann kann ich wohl hier klicken. Also, tschüssi, jetzt wissen Sie, wie Sie vorgehen können. Jetzt müsste ich nur noch hier das ausschalten können. So, tschüssi, bis vielleicht irgendwann mal. Und wir versuchen jetzt alles zu konzentrieren auf reale Menschen in Köln, weil in Köln der einzige Ort ist, rund um die Oxford University, wüsste ich nicht, ob da wirklich Gemeinwohlgemeinschaften versucht werden. Aber hier in Köln ist der einzige Ort auf der Welt, den ich wüsste. Also Leute aus aller Welt, es gibt nur einen Weg. Ziehen Sie hier nach Köln, ins Botschaftsgelände Köln des Gemeinwohllandes. Und nehmen Sie teil an dem Südstadt-Lesekreis hier in Köln. Das sind ganz konkrete Dinge und alles andere bringt wohl nichts. Also, tschüssi, bis irgendwann vielleicht mal. Tschüssi.